Willkommen im sichersten Atomkraftwerk der Welt. Der Meiler Zwentendorf in der Nähe von Wien war gerade betriebsbereit, als Österreich 1978 den Atomausstieg beschloss, per Referendum. Das AKW ging nie in Betrieb. Mehr als 30 Jahre lang lag es im Dornröschenschlaf. Erst seit letztem Jahr ist es freitags für Besucher geöffnet. Man bekommt ein bisschen eine Vorstellung, wie so ein Kraftwerk funktioniert. Das ist natürlich sehr interessant. Und das Ganze dann in Natura zu sehen natürlich auch. Es ist sicher interessant, weil man eben Bereiche sieht, die man sonst nie sehen kann in einem betrieb befindlichen Kraftwerk. Selbst ins Herz des Reaktors können die Besucher gehen. Im Druckbehälter sollten die Brennstäbe stehen, in Wasser und tödlich radioaktiv. Für viele Österreicher ist eine Führung auch eine Reise zu sich selbst. Es kommen hier sehr, sehr unterschiedliche Menschen, die sich einen Einblick in dieses schöne Stück österreichische Zeitgeschichte verschaffen wollen. Das reicht von Zeitzeugen, die sich hier viele Fragen stellen, wie habe ich damals abgestimmt, bis zu ganz jungen Leuten. Zwentendorf ist nun ein Symbol für Atomausstieg vor dem eigentlichen Einstieg. Die Regierung in Wien wollte in den 70er Jahren Atomkraft durchsetzen, doch die Österreicher sagten Nein und stoppten den Meiler in letzter Sekunde. Es waren einmal alt und jung. Alle Weltanschauung, alle Parteizugehörigkeiten, von den ganz Konservativen, Ultrakonservativen bis zu Kommunisten, die dort gestanden sind, aus Überzeugung. 3 Jahre dauerte das Tauziehen um die Atomkraft. Schließlich setzten sich die Gegner am 5. November 1978 ganz knapp durch. Österreich ist beim Ausstieg geblieben und Zwentendorf hat nun eine neue Nutzung, zur Schulung von Technikern der deutschen Schwester-AKW. Strom wird hier nun auch produziert, aber aus Solarkraft. Sehr zur Freude der Anwohner.